Schirgen gleicht aus. Unentschieden steht es nun zwischen Peter Schirgen und Andreas Wöhler im Trainer-Championat. Der Asterblüte-Boss gewann am Sonntag in Neuss mit Royal Solitaire und macht den Titelkampf wieder spannend. Das gilt auch für Andras Starke, der in Dortmund 2 Rennen gewann und nun bis auf 1 Zähler an Alex Pietsch herangerückt ist. Vinzenz Schirgen wieder Champion. Mit dem Sieg auf Hannover Indien hat Vinzenz Schirgen am Sonntag in Dortmund sein Amateur-Championat verteidigt und somit für ein Happy End einer für ihn schweren Saison gesorgt. Im Juni kam er in Frankfurt schwer zu Fall und zog sich einen Schädelbasisbruch zu. Im kommenden Jahr hat er dann die Chance, den Hattrick zu komplettieren. Das gelang zuvor auch seinem Bruder Dennis. Ross gewinnt Listenrennen. Da kann man sich schon mal ärgern, jedenfalls wenn man den von Peter Schirgen trainierten Ross am Samstag im zur Listenklasse zählenden Prix Luthier nicht gewettet hatte. Denn der Hengst des Stalls Domstadt gewann und das zu einer Quote von 331 zu 10. Solch ein Weihnachtsgeld kann man doch gut gebrauchen.